Ja, dann herzlich willkommen wieder zu Mass Effect 1, die Trilogie. Und wir sprechen mit Rear Admiral Kahoku. Haben Sie etwas von meinen Leuten gehört, Commander? Schlechte Nachrichten. Sie wurden von einem Dreschschlund getötet. Einem Dreschschlund? Aber meine Männer würden doch nicht einfach da reinlaufen. Nicht die ganze Einheit. Das war nicht Ihre Schuld? Jemand hat sie mit einem Notrufsender der Allianz angelockt. Er war gleich neben dem Dreschlund-Nest positioniert, wo sie landen mussten. Verdammt! Seit dem Verschwinden des Teams hatte ich kein gutes Gefühl. Ein Allianz-Sender als Köder und meine ganze Einheit ausgelöscht und keiner will davon gehört haben. Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe, Commander. Jetzt habe ich die Pflicht herauszufinden, warum diese Marines sterben mussten. Schon für ihre Familien. Genau, der Captain sagte, sie hätten Informationen über Baines. Nicht so viele, wie ich gerne hätte. Eine meiner Mannschaften hat ihn gefunden, steif gefroren an Bord eines Wrackschiffes. Das vermisste Aufklärungsteam, das sie für mich finden sollten. Sie haben das System untersucht, in dem wir Baines Schiff gefunden haben. Okay. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Nicht jetzt, Shepard. Aber ich melde mich bei Ihnen, wenn ich etwas herausfinde. Alles klar, Admiral. Und da ist er schon wieder verschwunden. Tagebuch. Vermisste Marines. Beendet. Sehr schön. Perfekt. Ich glaube trotzdem noch einmal mit den Piraten anschauen. Ich habe da einen Tipp noch mitbekommen. Mal schauen, ob wir das finden. So, wo kommen wir jetzt noch einmal zurück? Aha, können wir da noch mal quatschen? Hallo noch mal. Gibt es ein Problem? Ich bekomme noch keine Signale von der Wanze. Okay, wir reden später. Ich informiere Sie, wenn die Sache gelaufen ist. Auf Wiedersehen. Das war das, genau. Das muss ich mir noch überlegen. Ja, wird es nicht spielentscheidend vielleicht sein, aber überlegen wir es noch. Vielleicht machen wir es. Vielleicht machen wir es doch. So, jetzt einmal kurz überlegen. Präsidium, ich will ja eigentlich... Irgendeine Botschaften. Da weiß ich dann definitiv, wo wir hin müssen. Und zwar da nach unten. Gibt es keine Taste, wo wir direkt zur Normandie kommen? Zu dem Planeten auf N? Ah, das geht da nicht. Schade. So, Zelle war wieder. Wir fliegen weiter. Nächste Nebenmission, einmal ein bisschen abklappern die Nebenmissionen, so per klein einmal und dann mal schauen, ob wir wieder irgendwann einmal hauptmissionstechnisch auch weitermachen. Es muss sich gut anfühlen, wieder in der Stadt zu sein, nachdem sie in den proteanischen Ruinen zwischen Steinen hausten. Nein, Städte und Stationen waren stets der Zufluchtsort meiner Mutter. Ich hingegen genieße die Einsamkeit meiner Ausgrabungsstätten. Das überrascht mich. Ich habe noch nie eine Asari getroffen, die saubere Kleidung und ein heißes Bad nicht zu schätzen wusste. Unscharf da im Lift, wenn man da ein bisschen wegdreht. So, jetzt sind wir aber da, oder? Ach so, wir müssen ja, ja, da müssen wir zum... Genau. Das ist dann unser Lift, glaube ich. Zur Hamburg-Tucht, genau, noch einmal. Eieieiei, wieder die Liftfahrt, eine kleine Liftfahrt-Folge heute. Aber wir bleiben drauf, vielleicht reden sie ja wieder was, oder... Ah, wir laden schon. Angesichts der geringen Zahl an Kroganern überrascht es mich, dass sie bereit sind, sie zu bekämpfen und zu töten, Rex. Jeder, der gegen uns kämpft, ist entweder dumm oder steht in Sarens Diensten. Letztere zu töten gehört zum Geschäft. Erstere zu töten ist eine Gunst des Universums. Naja. Gut. Also,
wenn wir da hinten wieder rausgehen. Nicht einmal Fahrstuhlmusik haben wir jetzt. Geht's doch da raus? Nein. So, wir bleiben stehen. Ah, doch da. Okay, alles klar. Gibt's nichts. Da will ich dann noch einmal zu dem Pferdekopfnebel hinfliegen. Bereithalten, Landungstrupp. Dekontamination aktiv. Lass mich rein. Dekontamination aktiv. Okay. Passt. Logbuch. Jo, Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Jo, den Fehler kennen wir schon. So. Mal schauen, ob es schon einen neuen Dialog mit Liara gibt. Oder geht das erst immer nach einer Hauptmission vielleicht? Glaube ich fast. Ich habe das Gefühl, dass Sie mich etwas fragen wollen, Commander. Ich muss jetzt gehen. Wiedersehen, Shepard. Schade, ja, geht noch nichts. Wieder rauf. Zur Sternen. Cordy. Ach, Blödsinn. Nein! Verdammt! Da wollte ich ja gar nicht hinfahren. Kurzes Cut, Freunde. Sorry. Und da sind wir auch schon. Kommt eine Nachricht rein? Nope. So, mal hinaus. Zoomen. So, wo war das jetzt noch einmal? Ich glaube, Pferdekopf nehmen. Genau, da fliegen wir jetzt einmal hin. Was gibt's da alles? Strenus-System, genau, da fliegen wir hin. Jetzt will ich nochmal schauen. Das haben wir nicht gefunden. Was ist das mit den Piraten? Ich weiß nicht. So, die Animation kennen wir schon. Aber ich glaube, die kann man auch nicht überspringen. Nö. Ne, macht ja nichts. Weg von der Zielabteller wieder. Sprungtor und tschüss. Ab zum Pferdekopfnebel. Eine Nachricht für Sie, Commander. Oh, Sie kamen eben über den sicheren Kanal rein. Shepard, hier spricht Admiral Karoko. Okay. Ich habe herausgefunden, wer meine Männer in die Falle gelockt hat, die vom Dreschlund getötet wurden. Okay. Verdammt, hoffentlich erhalten Sie diese Nachricht. Es war eine Gruppe namens Cerberus. Eine Geheimorganisation der Allianz. Streng geheim. Allerhöchste Sicherheitsstufe. Sie verschwanden vor einigen Monaten. Waren einfach weg. Niemand weiß, wo sie hingegangen sind oder was sie vorhaben. Sie sind völlig durchgedreht, Shepard. Sie führen illegale Experimente durch und versuchen eine Art Supersoldaten zu erschaffen. Mhm. Ich habe keine Beweise, aber ich habe die Koordinaten einer ihrer Forschungswelten gefunden. Ich schicke sie Ihnen mit dieser Nachricht. Sie sind völlig außer Kontrolle. Jemand muss sie aufhalten. Ich habe meinen Teil getan. Jetzt liegt es an Ihnen. Servus. Das ist wahrscheinlich meine letzte Nachricht an Sie, Shepard. Oh, wieso das? Cerberus ist hinter mir her. Ich muss verschwinden, bevor sie mich finden. Verstehe ich. Warum sind die hinter dir her? Eigenartig. Aber die kenne ich irgendwie vom zweiten Teil noch, was es jetzt genau auf sich hatte. Ja, diese Experimente und Dinge. Naja. So. Aha. Ach so, ach du meine Güte, da muss man... Okay, falls eine Mission nicht finden... Ah, blinkt's doch so auch? Machen wir nochmal kurz. Jetzt, da blinkt's. Okay. MSV Majesty. Alles klar. Oh. Scannen. Eine schwache Spur redet der Partikel, wahrscheinlich von einem atomaren Untergeschwindigkeitsantrieb, hat sie auf den nahegelegenen Planeten Xavi geführt. Okay, jetzt geht's hier weiter, oder wie?
Jetzt können wir auch hier landen. Ja. Das muss doch einer erst wissen. Das heißt, wir müssen auf die blinkenden Sterne achten. So, und jetzt nehmen wir aber Dali mit. Ich weiß nicht, ob sie schon dechiffrieren. Ja, machen wir mal die Combo. Bio ist es nicht ganz so. Tech, ja, und Kampfstärke, genau. So, bringen wir das mal. Mal schauen, mit ein bisschen Karten, vielleicht schaffen wir die Mission hier gleich wieder, mit diesem Bad. Mit unserem Mikro. Wie heißt der? Ja, eben stimmt einmal. Okay. Raues Wetter. Map. Hui. Trümmer. Eine Anomalie. Was haben wir hier? Söldner Camp, okay. Die zwei Sachen. Söldner Camp werden wir das letzte dann machen. Wir werden einmal hier nach rechts gleich einmal zu dem Fragezeichen fahren. Uns mal anschauen. Ich weiß nicht, ob die Elektronik zum Entschlüsseln reicht bei Tali. So, da haben wir schon was. Steige ich alleine aus? Wieso das? Artefakt bergen. Ach du Scheiße. Nein! Ach Gott sei Dank. Dies war ein alten Frattermodell zu stammen. Ein Ziegen aus dem Posten gegen Kennzeichner. Alles klar. Ja, war jetzt nicht so aufregend. Haben wir erledigt. Was schreibt er mir da jetzt hin? Ein Wrack. Ja, puh. Hier. So, die Runde werden wir jetzt fahren. So, ich werde das jetzt wieder, ich werde euch das wieder ersparen. Ich hoffe, das ist auch in eurem Sinne. Wenn nicht, schreibt mal ruhig. Und kurzes Cut. Jetzt sind wir schon bei der nächsten Station. Leiche untersuchen. Fahren Stufe 1. Okay. Ah, da können wir noch was bergen. Oh, Gott sei Dank. Schwermetall vollkommen entdeckt. Irritierung vollkommen entdeckt, okay. Passt. Weiter geht es. So, das sollte jetzt hier nicht allzu weit sein. Ah, da haben wir schon, oder? Das ist so eine Art Camp. Ich glaube, da müssen wir hin. Ja. Da können wir parken. Hier müssen wir hin. Generator. Entdeckung. Bereichskarte. Diese Lage scheint nie mehr zu sein. Der Generator funktioniert doch noch. Aber es gibt keine Anzeichen. Frühe Bewohner. Der Computer des Lagers listet diverse Standorte von Interesse auf. Okidoki. Rein wieder ins Marco.
mal weiter. Wenn wir ein paar Rohstoffe finden, schätze ich einmal. So, die nehmen wir noch mit, die anderen mache ich jetzt wieder dann offline. Das ist schon wieder viel zu... Moment. Ah, hier, oder? Ah, super. Ah, fuck. Glück gehabt. Kobaltvorkommen entdeckt, okay. Also scheiße, kommen wir nicht mehr rauf hier, ja, oder? Ah, im Schnee herumstapfen hier. So. Gut, das ist jetzt nicht allzu weit. Da haben wir schon eigentlich am Radar. Das können wir noch mitnehmen. Keine Gegner, aber wer soll doch hier im Schneesturm da großen Lager oder irgendwas haben? Was? Oh! Oh, 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 oh. Ach du Scheiße, schnell weg. Mal eine Deckung von der Ferne schießen. Das war eine Falle. Bewegen auch so wirklich. Der ist mal down. Warte mal, da schießt man in die. Wow, das daneben. In Deckung gehen. Der ist down. Der auch. Du ausweichen im Schuss. Geht's hier? Eine Falle aufgebaut. So haben wir alle. Schilder bauen sie wieder auf oder wie funktioniert das? So. Muss man das jetzt noch untersuchen oder war es das schon? Ah, okay. Ich glaube, das war's. Probieren wir es. Das Marco kommt überall rauf. Was hat die Zeit? 19. Naja, das geht ja. Da wieder vorkommen. Im Prinzip wollen wir ja die Hauptmission von der Nebenmission spielen. Uah. Oh. Puh. Achso, da hinten ist ja die Ausfahrt. Okay, passt. Habe jetzt gar nicht so gesehen. Sind wir da überhaupt richtig? Ja. So, müssen wir es eigentlich hier hin? Ich glaube schon, oder? Ja. So, und drehen Sie mal. Palladium-Vorkommen, jawoll. Da
Das kann nicht schaden. Um 2700 Kohle gibt es da auch ohne Ende. Perfekt. Trümmer, ja, die können wir uns auch noch anschauen. Jetzt fahren wir hier zum Rufzeichen. Haben wir die zwei Sachen nur mehr. Was nehmen wir noch mit? Oh, da geht's gleich zur Sache nochmal, Freunde. Wie machen wir das? Schauen wir mal kurz am Gipfel, aber die sind relativ... Oh, das schaut nach schweren Geschützen oder irgendwas aus, glaube ich. Okay. Das haben wir mal weggerotzt. So, der ist auch weg. Mhm. Auch down. Mit Deckung fahren, das ist gar nicht so schlecht. Puh. Auch down. So, jetzt haben wir alles geschützt, würde ich sagen. Sehr schön. So, ich glaube, ich kann ihn runter. Ein Infanterist, glaube ich, noch. Aber gut verteidigt. So, der ist down. So, mal reinspaziert hier. Tja, jetzt ist die Frage, wie groß die Anlage ist. Was sagt die Zeit? 23. Ja, da können wir noch ein bisschen rein. So, Vorsicht. Söldner. Ah, das war zu früh. Okay. Ja, meine gute MG ist gar nicht so schlecht. So, so viele wie der hier bei der Nebenmission wollen nicht sein. Wäre geil, wenn wir das hier abschließen könnten. Aber da wird es wahrscheinlich auch Loot geben, nehme ich an, oder? Ja, das sehen wir eh schon. 15 Universalgeld, egal, das probieren wir natürlich so, und da sind wir schon drin. Ah, okay, das können wir wahrscheinlich auf Universalgeld reduzieren. Ja, dankeschön. Brauchen wir nicht, Dreierstufe, nein, das schaue ich gar nicht nach. Oh. Ah, da oben ist noch einer, glaube ich. Den holen wir sich gleich. Ich mach dich fertig.
Sehr geil. Ja, ab dem zweiten Teil gibt es ja noch Munition, glaube ich. Ist er noch da? Ah nein, die ist runtergelaufen wahrscheinlich. Ja, das kann man alles zum Explodieren bringen. Was haben wir da? Da gibt's was. Oh, eine Shorty. Ein Bioverstärker. Nehmen wir mit, muss ich mir dann anschauen. So, hier schauen wir nochmal kurz weiter. So, das versuchen wir natürlich gleich einmal wieder. Oh, drinnen, sehr schön. Oh, 5er, 5er. Mal alles nehmen und mal schauen. So, was haben wir hier? Oh. Oh, oh, oh. Zweimal Medigel, sehr geil. Und was geht hier ab? Sie haben die Leiche von Captain Willem von der MSV Majesty entdeckt. Seine schon steifen Finger hielten einen kleinen Datenpack umklammert. Ein kleines, was ist denn heute los? Ein kleines Datenpack. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder zurücknehmen, oder? Jo, ich glaube, es geht zurück. Können wir da springen? Nein. Ich glaube, das war's schon. Was sagt das Tagebuch? Cerberus, das ist neu, genau. Piraten, da sind wir daheim. Mit Garo sprechen. Haben Sie ja mit William Bruder. Kehren Sie zu Deltum zurück und mit Garros, ein Schicksal seines Bruders, genau. Alles klar, zurück zur Zitadelle, aber ich werde vielleicht eine zweite Nebenmission noch, wenn wir schon hier unterwegs sind, noch machen. Gut, die war jetzt ja hier noch ein kleines Ding, ein kleiner Fight, das war ganz nett. Finde ich okay, nette Nebenmission. Jetzt kein Gespräch, gut, er ist auch tot. Aber war ganz nett. So, ab ins Marco. Normandie. Ah. Da gab es noch Trümmer. Da gab es noch Trümmer, Freunde. Okay, das mache ich offline. Schauen wir noch an, was da unten war. Da war noch ein Trümmerhaufen, glaube ich, zum Untersuchen. Aber für uns war es das. Nächstes Mal geht es weiter mit der nächsten Nebenmission und dann fliegen wir wieder vielleicht zu dieser Delle zurück. So mal der grobe Plan für die nächsten paar Parts. Und ja, ich werde mal auch die Hauptstory wieder mal ein bisschen weitermachen auch. Aber wir haben ja keinen Stress. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Danke und ciao, ciao.